Jemand, der ich nicht ankündigen soll, der möchte ich gerne das Mikro geben. Wir haben das ja gerade angekündigt, dass wir heute um 15 Uhr die Veranstaltung beenden müssen. Wir haben jetzt mal Verlängerung beantragt. Und wir haben das genehmigt bekommen. Wir dürfen bis 17 Uhr hier bleiben. Den dafür Verantwortlichen möchte ich persönlich herzlichen Dank aussprechen und mal einen ganz großen Applaus bitte für die Leute. Vielen Dank! Hast du den Herrn Gauck oder Frau Merkel gefragt? Beide! Und beide haben Ja gesagt? Genau! Klasse! So, kleine Sekunde, dann geht's gleich weiter. Jemand, den ich jetzt nicht ansage, aber total mich darüber freue, dass er heute hier bei uns ist. Muss noch ein bisschen überbrücken. Ist also ein Mensch, den ich sehr bewundere für seinen Mut, etwas zu machen, was viele von uns nicht machen würden. Und warum? Einfach um die Wahrheit zu ergründen und die Wahrheit weiterzugeben nach außen. Damit wir nicht nur diese Propaganda haben, der wir uns widmen können, dem wir zuhören können, sondern dass wir auch Quellen haben, direkt von Orten, wo Sachen passieren, wo Menschen ums Leben kommen, was uns nicht erzählt wird. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt am Anfang, was ich sage. Das war im August, an einem Feiertag in Donetsk, morgens um 6. Und das ist der Wecker, den wir dort jeden Morgen hören. Und mein Name ist Marc, ich bin Journalist und ich war jetzt 2 Monate in Donetsk und in Umgebung unterwegs und berichte von dort über das, was da tatsächlich passiert. Und nicht über das, was wir hier in den deutschen Medien sehen. Dieser Beschuss passiert dort jeden Morgen, pünktlich um 6, und dauert den ganzen Tag an und geht bis tief in die Nacht. Und er hat gestern 10 Menschenleben gefordert und vorgestern 10 Menschenleben gefordert, und das macht das jeden verdammten Tag. Und ich habe im Moment einfach ein Problem hier. In Hannover, ich weiß nicht, wo der nächste Luftschutzbunker ist. Denn das ist etwas, was in Donetsk lebenswichtig ist, wenn man sich dort auf der Straße bewegt. Habt ihr es bequem? Ich habe ein angebrochenes Schienenbein. Ich habe noch nicht einmal gesessen heute. Und das tut weh. Aber da unten habt ihr es nicht bequem. Vielleicht steht ihr mal auf, bitte. Bitte. Ich weiß nicht, wer heute die Medien verfolgt hat.
Russland hat uns den Krieg erklärt. Heute Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Habt ihr das mitgekriegt? Nicht? Ist noch nicht bis zu euch vorgedrungen. Russland hat uns den Krieg erklärt. Und das, was ihr eben gehört habt, das kann innerhalb der nächsten Stunde hier genauso passieren. Wisst ihr, wo der nächste Luftschutzbunker ist? Ihr wisst es nicht. Weil es auch nicht nötig ist, hier in diesem Land zu wissen, wo ein Luftschutzbunker ist. Oder irgendein Keller. Da unten ist es nötig. Da unten ist es absolut lebensnotwendig zu wissen, wo der Bunker ist. Ihr wisst gar nichts von diesem Konflikt, wenn ihr euch nicht informiert. Und ich weiß, dass ihr euch informiert. Ihr macht das. Ihr geht ins Internet und ihr guckt auf irgendwelchen YouTube-Kanälen, was die Leute euch da so schicken, und ihr seht furchtbare Bilder. Aber warum sehen wir sie nicht in den Nachrichten? Warum nicht? Dieser Krieg wird totgeschwiegen. Und ich finde, es ist eine Schande, eine absolute Schande. Und ich bin der einzige deutsche Journalist in Donetsk, der überhaupt mal Bilder davon liefert, was da los ist. Und ihr könnt mir glauben, dass kein Sender in diesem Land diese Bilder haben will und sehen will. Und schon gar nicht zeigen will. Weil dann wäre ja klar, was da unten los ist. Völkermord. Am 1. Oktober war der erste Schultag in Donetsk. Und sie haben eine Schule beschossen. Und die davor liegende Bushaltestelle. Und sie können das deswegen so genau, weil dort Leute rumlaufen, die Laserpeilgeräte haben. Und die diese Ziele markieren. Und wenn sie diese Ziele markieren, wenn sie das können, dann könnten sie auch militärische Ziele markieren. Aber das tun sie nicht. Sie markieren zivile Wohnviertel, Kiewski-Distrikt. Waffenruhe. Dienstag. Die höchste Anzahl an zivilen Opfern, die jemals in Donetsk an einem Tag gefordert wurden, während der Waffenruhe. 3 Straßen weiter, während ich mit 40 Überraschungseiern im Beutel versucht habe, zu einem Flüchtlingscamp zu kommen. Der nächste Kellereingang war meiner. Wir waren mal 10 da unten, wir sind noch 7. Weil meine Freunde und Kollegen in Konvois zusammengeschossen werden. Weil dort Busse fahren mit großen Schildern, wo drauf steht Kinder. Und diese Busse sind gute Ziele. Und was dort einschlägt, sind Granaten aus tschechischer Produktion, wenn es gut geht. Die haben einen Durchmesser von 30 cm. Und wenn das hier einschlagen würde, wärt ihr alle tot. Von diesen Schrapnellen. Gib's mal rum. Bitte. Aufpassen, das ist scharfkantig. Das sind Geschosse, die einen Stahlmantel haben von 1 cm Dicke. Hunderte davon. Ihr erkennt die Leute nicht wieder, wenn sie davon getroffen werden. Und es sterben jeden Tag Kinder, Frauen und Männer, Zivilisten. In Schulen, in Krankenhäusern, in zivilen Wohnvierteln. Das SBU-Gebäude ist so groß wie das Ding. Das ist total einfach zu treffen. Total einfach. In der ganzen Zeit, in der ich da war, 2 Monate, ist nicht eine einzige Granate dort eingeschlagen. Und da sitzt die Opolchenie. In Größenordnung. Es sind 10 Leute ums Leben gekommen, vorgestern. Davon war einer, ein Volkswehrangehöriger, der zufällig dort in der Gegend war. Der Rest sind Zivilisten. Der Rest sind Zivilisten. Und in der Regel sind es in den Städten nur Zivilisten, die ums Leben kommen. Und die Leute haben den ganzen Tag nichts als Bombardement. Man gewöhnt sich dran. Aber es kann einen eben auch mal sehr schnell erwischen. Weil wenn man meint, man ist irgendwie im Stadtzentrum sicher, Sekunden vom Flughafen aus jeden beliebigen Punkt
in der Stadt treffen. Und die Aufnahme, die ihr gehört habt, ist von Ende August. Und sie ist deswegen so besonders, weil man am Beginn den Flug der Granate hört. Und wenn man dieses Geräusch hört, dann weiß man, es ist verdammt nah. Und diese Granate flog über unser Haus, in dem wir gewohnt haben, und schlug hinter uns ein. Und hinter uns ist das Stadtzentrum. Das heißt, unser Haus war mehr zum Stadtrand als der Einschlag dieser Granate. Und ich habe mal einen Bericht gesehen vom ZDF. Ich glaube, das war das Bataillon Azov, in dem unkommentiert dieses Bataillon gezeigt wurde und auch die Wolfsangel und die Swastika, sprich das Hakenkreuz und die SS-Runen, die diese Leute auf ihren Uniformen tragen, offen auf ihren Uniformen tragen. Und es wurde nicht kommentiert. Es wurde nicht kommentiert. Und ich frage mich, warum die das zeigen. Geht mir echt nicht in den Kopf, wenn ich das nicht kommentiere. Denn es gibt ja keine Faschisten in der Ukraine. Aber es gibt genügend davon. Denn die Hauptstreitkräfte bestehen mittlerweile nicht mehr aus ukrainischer regulärer Armee. Die Jungs waren so schlecht ausgebildet, die sind einfach alle nicht mehr am Leben. Es gibt mehr als 30.000 tote ukrainische Soldaten im Moment. 30.000 tote ukrainische Soldaten. Es gibt mehr als 5.000 tote Zivilisten im Donbass. Und kein Mensch in diesem Land kriegt das mit. Und Russland hat uns heute vor den Krieg erklärt. Und wenn in einer Stunde hier die Granaten einschlagen und ihr seht diese Leute in Russland, von denen ihr wisst, dass sie diesen Krieg eigentlich nicht wollen, und fragt euch, warum tun die nichts, ist das genau das gleiche wie umgedreht. Ich fliege nächste Woche wieder zurück. Wir werden 14 Tage in Luhansk sein. Wir werden uns all die Massengräber anschauen. Es sind 1000 Tote, die im Moment geborgen worden sind. Und alle diese Toten sind an Händen und Füßen gefesselt. Haben gebrochene Hände und Füße und weisen weitere Spuren von Folter auf und sind durch Point-Blank-Schüsse hingerichtet worden. Point-Blank ist ein aufgesetzter Schuss am Hinterkopf. Und ich weiß nicht, warum wir das nicht sehen hier. Das ist jetzt seit 4, 5, 6, 7 Tagen so. Und warum sehen wir es nicht? Und unter den Toten sind nicht nur Männer, Frauen, sondern auch Kinder. Und keiner dieser Toten hat eine Uniform an. Und wenn ich einen Udo Lelischkis höre, von der ARD, der in Charkow sitzt, im Hotel, oder in Katrin Eigendorf, auch von der ARD, die auf der Crash-Site von MH17, auf der wir dreimal waren, steht und sagt, der Bericht, der jetzt veröffentlicht wurde, ist der Beweis dafür, dass russische Spezialisten dieses Flugzeug mit einer Bug-Rakete abgeschossen haben. Dann sage ich, Bullshit! Die haben keine Ahnung, die Leute, weil sie nicht vor Ort sind. Und Kai Gnifke, der, ich weiß nicht, Chefredakteur von den Tagesthemen oder was auch immer, hat gestern in einem Blog geschrieben, ah ja, okay, uns ist da mal ein grober Fehler unterlaufen, den Krasnojarsk. Das waren ja nicht die bösen Separatisten, die Leute da erschossen haben, sondern es waren ja die anderen. Obwohl eine Woche vorher, bevor dieser Bericht gesendet wurde damals, genau die richtige Seite dafür verantwortlich gemacht wurde. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und der redet von Folgendem. Er redet davon, dass er seinen Korrespondenten dort unten vor Ort die absolute Rückendeckung gibt, weil sie unter unfassbar strapaziösen Bedingungen arbeiten müssen. Im Hotel in Charkow. Und ich frage mich, was das für Bedingungen sind, unter denen wir dort arbeiten. Wir schlafen unter LKWs, die voll sind mit Munition, weil es einfach regnet. Weil wir versuchen, an die Plätze zu kommen, wo es wehtut. Und es interessiert keine Sau in diesem Land.
weil ihr es nicht seht. Und wenn ich nächste Woche wieder nach Lugansk fahre und nach Donetsk, werden die Leute mich fragen, was ist denn in Deutschland los? Wo ist er denn, der Widerstand gegen diesen Krieg? Und ich sehe hier viel mehr Grün als Menschen. Ich sehe mehr Polizei als Demonstranten. Was ist los in diesem Land? Macht irgendwas. Egal was. Sprecht die Leute an auf der Straße, oder? Keine Ahnung. Ich bin jetzt fast 2 Wochen hier und ich komme mit dieser Normalität nicht klar. Weil hier alles so furchtbar friedlich ist. Und ich weiß nicht, wie viel von meinem Team nächste Woche noch da sind. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich da bin. Weil Journalisten sind dort unten ein bevorzugtes Ziel. Deswegen trage ich zum Beispiel eine Weste, die camouflaged ist und keine blaue Weste mit einem Presseschild, weil Sniper schießen bevorzugt auf Leute, die sowas anhaben. Denn es herrscht so gut wie eine Nachrichtensperre aus dem Donbass. Dafür wurde extra das Ukraine Crisis Media Center eingerichtet im Hotel Ukraine in Kiew. Und dort sitzen die Leute und kriegen einmal am Tag eine Pressekonferenz. Und denen werden unfassbare Lügen aufgetischt. Und jeder Journalist, der dort sitzt, die sind lange Journalisten. Ja, die haben das gelernt, die wissen, dass es einen Kodex gibt. Es geht um Wahrhaftigkeit, es geht um Recherche, es geht um mindestens zweimaliges erfolgreiches Gegenprüfen von Fakten. Ich weiß nicht, warum die das nicht machen. Da geht eine Meldung aus Kiew raus, die wird veröffentlicht in Kiew und findet sich keine 24 Stunden später in jeder beschissenen Zeitung in Deutschland wieder. Fast wortwörtlich. Ich erinnere an diesen Militärkonvoi, der die Grenze überschritten hat, als diese Hilfskonvois dort gelaufen sind. Hat ein britischer Journalist gesehen. Wir waren auch in der Gegend. Ich habe den verzweifelt gesucht. Wir haben keinen Militärkonvoi gefunden. Und als sie mitkriegen, dass es keinen Militärkonvoi gibt, wurde gesagt, der wurde zerstört. Okay, aber ich sag mal so, wer im Ansatz nur meine Videos gesehen hat, der weiß, wie Straßen aussehen. Der kann sich auch vorstellen, wie die Straße von Ilovaisk aussieht. Die kommt in dem Trailer vor, in diesem Sneak Preview für den Dokumentarfilm, den wir drehen. Und diese Straße ist voll von zerschossenen Panzern und Militärfahrzeugen. Und selbst wenn ein Panzer, und ich habe genug davon gesehen, die einen direkten Raketentreffer bekommen haben, wo die Jungs brennend aus dem Ding fallen und bei lebendigem Leibe dann auch verbrennen auf der Straße, du zerstörst dein Ding nicht komplett. Also müsste es doch irgendwo einen Militärkonvoi geben. Aber den gibt's nicht. Das ist eine offensichtliche Lüge. Das letzte Ding, was sie sich geleistet haben, war dieser atomare Angriff auf Lugansk. Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat. Es gab einen atomaren Angriff auf Lugansk. Die Russen haben also Atomwaffen gegen Lugansk eingesetzt. Also das hat das Innenministerium in Kiew tatsächlich verlautbaren lassen. Also Leute, ernsthaft. MH17, die Crash-Site, ich kann da jederzeit hin. Ich biete der malaysischen Regierung an, mir ein paar Leute mit an die Hand zu geben. Ich bringe die da hin, dann können die das untersuchen. Da ist nicht ein einziger Ermittler aus den Niederlanden oder aus Malaysia. Ich verstehe nicht, warum. Weil es zu gefährlich ist. Weil da wird immer geschossen. Ja gut, da wird nicht geschossen, aber auf dem Weg dahin wird immer geschossen. Seltsam ist, dass diese Konvois von diesen Ermittlern, die dorthin fahren, immer auf ukrainisch kontrolliertem Territorium beschossen werden. Weil die schaffen das gar nicht durch die Opolchenie Checkpoints, die kommen gar nicht bis dahin. Und das hat Methode, das ist Absicht, weil die Leute könnten etwas finden, was der Welt nicht passt. Und an Lugansk, an dem Atomarschlag in Lugansk, an MH17, an diesem Militärkonvoi,
an dem Hilfskonvoi, den Kiew geschickt hat, der sich irgendwo auf dem Weg in Luft aufgelöst hat. Ich weiß nicht, wo der abgeblieben ist. Ja. Er wurde ja angekündigt, als die Russen angefangen haben, diese Hilfstransporte da zu schicken. An diesen Dingen erkennt man, dass sich das PR-Zentrum, das Ukraine Crisis Media Center betreut, dieses PR-Zentrum aus den USA, ein bisschen verkalkuliert hat. Das sind echt Profis. Also das sind Profis. Auch die CIA sind Profis. Sie haben nur einzig auf dem Schirm gehabt. Sie haben nicht auf dem Schirm gehabt, dass es Leute gibt in Kiew, die zu blöd sind, um aus dem Bus zu winken. Jegliche False Flag Aktion, die versuchen, versauen die selbst. Also eigentlich muss man ja gar nicht viel machen. Und deswegen muss zum Beispiel Russland auch keine Waffen liefern. Ich war in ukrainischen Stellungen, die 2 Tage vorher heftig beschossen worden sind. Wir waren also mitten in diesen Gefechten zwischen der ersten und zweiten Feuerlinie mit dabei und haben danach diese Stellungen inspiziert. Das ist T-förmig angelegt und ein Strang von diesem T ist 2 Kilometer lang. Wir haben unfassbar viel Waffen gefunden und Munition. Russland muss überhaupt keine Waffen liefern, die lassen das da alles liegen. Aber Russland liefert auch keine Waffen. Ich bin in der Zeit 3-mal verhaftet worden. Von einer Verhaftung stammt dieses eingebrochene Schienbein. Und ich bin auch von russischen Kräften verhaftet worden. Ja, also es ist jetzt nicht so irgendwie, dass sie sagen, ah, oh, guck mal, da kommt der Mark, der hat Privilegien, den lassen wir mal durch und den lassen wir mal machen, was er will. Nein, du gerätst ja sehr, sehr schnell zwischen die Fronten. Und ich bin also, wie gesagt, auch auf russischer Seite verhaftet worden. Und ich kann euch sagen, dass dieser Grenzverkehr, der wird so höllisch überwacht von russischer Seite, damit überhaupt nicht der Eindruck entstehen kann, dass da irgendetwas geliefert wird. Aber es sind ja eben immer diese tonnenweisen Panzer, die darüber geschafft werden, über die Grenze. Wir haben ein Gradsystem gefunden, ich weiß nicht, wer so meine Videos kennt und wer dieses eine Video kennt, wo wir dieses Gradsystem finden, empfehle ich mal anzuschauen, weil damit haben wir den handfesten Beweis dafür, dass Russland eben Waffen liefert. Aber das ist eigentlich völliger Unsinn. Und ich werde oft gefragt, Mensch, ja, dann zeig uns doch, dass Russland keine Waffen liefert. Ja, Herr im Himmel, was soll ich denn filmen, was nicht da ist oder wie? Ich kann eine Wiese filmen, ja, schön. Und dann sagen, das ist eine Wiese, über die theoretisch russische Waffenlieferungen kommen könnten. Sie kommen aber leider nicht. Und damit hätten wir jetzt den Beweis, dass sie nicht da sind oder wie? Ich weiß nicht, also das ist keine Logik für mich. Das ist keine Logik. Aber Fakt ist, dass die Ukraine im Moment also wirklich benutzt wird und ich habe eine Angst und die bestätigt sich mehr und mehr. Dass dieser Krieg, der sowieso nie stattgefunden hat hier in den Medien, also dieser Krieg hat ja nie stattgefunden, sondern es waren ja immer irgendwie, weiß ich nicht, da hauen sich so ein paar Holzköpfe irgendwo in einem kleinen lokalen Konflikt die Köpfe ein, so war mein Kommentar. Dass dieser Krieg, der sowieso nicht stattgefunden hat, hier vollends verschwindet aus den Medien. Und das ist insofern ganz schlimm, als dass Syrien ist eine absolute Katastrophe. Ein Kollege von mir ist in Syrien, der ist an der Grenze, syrisch-türkischen Grenze in Kobani, das ist die absolute Hölle dort unten. Der Irak ist furchtbar schlimm. Ja? Aber die Ukraine ist ein Konflikt, der uns hier angeht. Und zwar deswegen, weil er uns direkt in einen Krieg führt. Syrien führt uns im Moment nicht in einen Krieg. Es ist Teil dieser 60 Konfliktherde weltweit, die wir haben. Ja? Aber Syrien führt uns nicht direkt in einen Krieg. Aber die Ukraine führt uns in einen Krieg. Weil unter deutscher Beteiligung dort Manöver abgehalten werden, weil sich die beiden Systeme direkt in der Ukraine gegenüberstehen, und zwar mitten in Europa. Und weil Leute dort gefoltert werden und hingerichtet werden, die Frauen und Mädchen bevorzugt, nachdem sie vergewaltigt werden, danach werden sie an Panzer gebunden mit Ketten und werden über öffentliche Plätze geschleift. Aber nicht, bevor man ihnen nicht gezeigt hat, wie ihre 3- oder 5-jährigen Kinder auf diesen öffentlichen Plätzen gekreuzigt werden. Und das sehen wir alles nicht mehr. Und diese Leute, die das tun, da unten, haben Uniformen aus deutscher Produktion an. Tragen Westen aus deutscher Produktion. Benutzen Nachtsichtgeräte aus deutscher Produktion. Damit können die nachts mit Infrarot-Nachtsichtgeräten auf 2000 Meter jedes bewegliche Ziel erkennen. Ist insofern spaßig, als wenn man als Journalist einen Hilfstransport begleitet, der bei Nacht fährt.
der er noch beschossen hat. Obwohl groß auf dem Bus draufsteht, Kinder. Und ich habe mich mal so ein bisschen damit beschäftigt, warum das so ist, warum diese Spotter einfach nur zivile Ziele markieren. Das ist normal in diesem Krieg. Es geht darum, die Zivilbevölkerung massiv zu demoralisieren. Und deswegen töten sie keine Militärangehörigen außer in den Gefechten, die an der Frontlinie stattfinden, sondern sie töten in den Städten immer wieder nur Zivilisten. Je mehr, desto besser. Und Slawiansk ist eine Stadt mit 110.000 Einwohnern neu gewesen. Nachdem sich die Opportunity zurückgezogen hat, sind dort noch 30.000 Zivilisten verblieben. Wir wissen im Moment nichts über Slawiansk. Slawiansk ist ein weißer Fleck. Und es gibt genügend Journalisten aus Kiew, die dahin könnten und berichten könnten, was da los ist. Das Problem ist nur, wir wissen noch, kurz nach der Übernahme der Stadt durch die ukrainischen Truppen, dass die Männer von den Frauen getrennt wurden. Und die Kinder von den Müttern. Und im Moment ist unklar, wie viele von denen noch leben. Und wenn ich es irgendwie schaffe, gehe ich dahin. Das Problem ist nur, jeder ukrainische Checkpoint, also der erste, den ich versuchen würde zu passieren, wäre mein letzter. Weil das, was ich da immer berichtet habe, den Leuten nicht in den Kram passt. Die letzten 14 Tage in der Ukraine waren wir als Team also und auch ich auf der Liste des SBU, das ist der ukrainische Inlandsgeheimdienst. Und das ist echt ein spaßiges Gefühl, wenn man auf einer Straße fährt, sein Handy anmacht und die Granateinschläge, die dann diese Straße treffen, eine große, 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 breite Straße, nicht zufällig sind, sondern sie gelten dir. Das macht echt keinen Spaß. Es sind 400 Journalisten dort unten vor Ort. Akkreditiert. Und nur eine Handvoll, wenn überhaupt, berichtet, was da tatsächlich los ist. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Und da wird man schnell mal Ziel. Aber letztlich, wenn sie uns dann erfolgreich in diesen Krieg getrieben haben, gegen Russland, den wir haushoch verlieren werden. Haushoch. Soll keiner sagen, okay, hätten wir es vorher gewusst, dann hätten wir vielleicht irgendwas getan. Es gibt genügend Informationen. Also checkt das einfach mal. Und sprecht mir Leute an. Und zwar vor allen Dingen, die dort noch schlafen. Ich hätte immer gefragt, ja, wie sehen die Leute in Deutschland das? Denke ich, verdammt, was sagst du jetzt? Ich erkläre Ihnen mal, okay, also wir haben in Deutschland haben wir eine Dreiteilung. Ja? Wir haben einen Teil Leute, die sind also pro NATO und pro-amerikanisch und die kannst du auch nicht drehen. Ja, das ist einfach, das ist so drin bei denen. Und dann haben wir so einen Teil, die sind durchaus auch, sag ich mal, auf pro-russisch eingestellt und, sag ich mal, auch pro-Zivilbevölkerung in der Ukraine. Und da fragen die mal, wie viel sind das? Oh, sag ich, ist schwer zu sagen. Und ich denen sagen würde, das sind zu wenig, wären sie enttäuscht. Und der dritte Teil, das ist so die Masse. Das sind die Leute, die abends nach Hause gehen, sich auf Sofa setzen, vielleicht mal in sozialen Netzwerken noch irgendwie ein bisschen rumstöbern, aber ansonsten sich das Fußballspiel reinziehen und ein Bier trinken. Und die so gestresst sind von ihrem Job, dass sie eigentlich keine Zeit haben, irgendwie über irgendwas nachzudenken. Und das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Also ich weiß, wie das ist. Wenn man fix und fertig ist, ja, wenn dieser Tretmühle drin ist, in diesem System drin ist und einfach keine Möglichkeit hat mehr, sich für irgendwas zu interessieren. Jetzt auch. Aber die meisten haben einfach keinen Bock. Und solche Leute gibt es in Donetsk auch.
wirklich keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Und das war der 29. August. Nee, Juli. 29. Juli. Sorry, ich verliere mal völlig das Zeitgefühl da unten, weil jeder Tag gleich ist. Es war der 29. Juli, als man jetzt das erste Mal mitten am Tag, mittags, getroffen wurde von Artilleriebeschuss. Und wir waren relativ schnell vor Ort. Und unfassbare Zerstörungen und Tote, die man nur als Menschen erkannt hat, weil der noch einen Schuh anhatte. Zerfetzt von diesen Schrapnellen. Das ich im Übrigen gerne wieder hätte. Ich weiß nicht, wo es gerade ist. Und wir standen dort. Wir standen dort. Und es war ein Haus mit drei Eingängen. Ein mehrgeschossiges. Und im zweiten Eingang, der nicht getroffen wurde, stand ein Ehepaar. Und die schauten also ganz entgeistert auf diese Szene. Und plötzlich sagte sie zu ihm: Ein Glück, dass es nicht unser Eingang war. Bitte jetzt. Nicht hier. Hier würde ich es noch verstehen. Da unten kam uns das sehr seltsam vor. Ist aber normal. Also wenn man den ganzen Tag bombardiert wird, die ganze Nacht, und eigentlich nicht weiß, wie geht es denn morgen weiter, dann fängt man an, Strategien zu entwickeln, um seine geistige Gesundheit irgendwie zu erhalten. Ja, um nicht komplett wahnsinnig zu werden. Und das ist ignorieren. Die Leute ignorieren den Krieg. Sie gehen eben ganz normal, wenn sie dann auf die Straße gehen, die Straßen sind leer. Also hier, das ist unfassbar viel Verkehr. Ja? Also dann jetzt in der Stadt mit 1,1 Millionen Einwohnern mal gewesen, sind noch 600.000 da. Also das ist unfassbar viel Verkehr für Donetsker Verhältnisse jetzt im Moment. Ist leer. Ja? Aber wenn die Leute auf die Straße gehen, dann gehen die halt ganz normal auf die Straße. Und sie denken erst dann an den Krieg, wenn die Granate 5 Meter neben ihnen einschlägt. Und dann denken die: Verdammt, das tut weh. Aber sie kommen eigentlich nur bis zu verdammt. Weil danach denken sie gar nichts mehr. Und sowas gibt es dort unten auch. Und Fakt ist, wenn Russland uns tatsächlich heute vor den Krieg erklärt hätte, was es nicht getan hat, dann sollte man sich sehr schnell daran gewöhnen, zu gucken, wo die Luftschutzbunker sind. Oder man tut jetzt etwas dagegen. Und ich sage euch eins. Russland wartet, Frankreich wartet, Spanien wartet, England wartet. Sie warten alle. Und sie schauen alle auf Deutschland. Und in Frankreich brennen Finanzämter. Ich halte nichts davon. Also, ja, ich halte nichts davon, irgendwelche Leute oder irgendwelchen Leuten weh zu tun, körperlich oder irgendwelche Finanzämter anzuzünden. Aber Fakt ist eins: Ich habe mit diesen 4 Freiwilligen gesprochen, die aus Frankreich gekommen sind, dort unten, und ich habe sie gefragt, was sie von Deutschland halten und von der Rolle Deutschlands. Und die lachen sich kaputt. Weil ihnen gar nichts passiert. Null. Nichts. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Ding piept, wenn ich das mache. Ich versuche das mal. Piept das? Okay, ich lasse mal das Mikro hier hin. Solange ich hier stehe, kann ich niemandem was tun. Wenn ich aber zu ihm gehe und ihn störe, erst dann reagiert er. Die ganze Zeit steht er still, bewegt sich nicht. Ja? Hat auch keinen Grund, sich zu bewegen. Hat jetzt nichts mit dir persönlich zu tun. Also. Er hat also keinen Grund, sich zu bewegen. Er ist ruhig, weil um ihn drumherum alles in Ordnung ist. Es ist friedlich. Ja? Und er hat nichts zu befürchten. Wenn da hinten 30 Meter weiter sich Leute prügeln, hätte er hier vorne immer noch nichts zu befürchten. Er hat nichts zu befürchten, weil die kloppen sich ja da hinten. Und er guckt die ganze Zeit mich an. Und er kriegt nicht mit, wie da hinten der Mob sich aufbaut, und plötzlich ist er mittendrin. Und genauso ist das in Deutschland. Alles schön. Wir haben Bombenwetter heute, also fantastisch. Ja? Aber
wenn ihr nicht anfangt, die Leute zu stören. Frieden ist ein Begriff, den ich häufig höre. Es gab mal einen Kommentar, der sagte, Mensch, ja, wir wünschen dir viel Glück da unten und auch viele Siege. Wo ich gesagt habe, mich interessieren diese Siege nicht. Ich würde jeden Sieg, den die da irgendwo erringen, eintauschen dagegen, dass dann da unten endlich mal Frieden ist. Und zwar wirklich Frieden, nicht irgendwas Erzwungenes oder sowas, ja, sondern Frieden. Aber Fakt ist, dieser Begriff ist der falsche. Weil es geht nicht um Frieden. Aktuell geht es um Krieg. Um Tod und Verderben. Und ich kann euch sagen, es stinkt auf MH17 Crash Site. Nach Tod. Nach Leiche. Und das ist ein Geruch, den man sehr, sehr schwer ertragen kann. Wir haben das Glück, in Anführungszeichen, dass wir mal relativ schnell vor Ort sind, nach Beschuss, nach Artilleriebeschuss. Weil diese Leute, die da gerade noch eine Minute oder eine halbe Stunde vorher gelebt haben, die stinken noch nicht. Aber ich weiß, immer wenn ich die Grenze überquere, in die Ukraine, die haben genauso einen Himmel und die haben genauso eine Sonne. Aber es ist dunkel da. Dunkel. Und es ist depressiv. Und dieses Land ist einfach nur am Verbluten und versinkt in seinem Blut. Und die Überschrift war, vor 2 Tagen, als der Beschuss losging in der Ukraine, auf die Schule, mit 10 Toten und 50 Verletzten allein an diesem Morgen, der erste Schultag in Donetsk, ertrinkt im Blut. Und es sind deutsche Uniformen, die Leute dort anhaben, die aus unserer Produktion stammen. Es sind tschechische Granaten. Es ist NATO-Ausrüstung, die dort benutzt wird. Und die Bataillonen wie Azov, Aidar und Donbass zur Verfügung gestellt werden, die offen die Wolfsangel und das Hakenkreuz und die SS rumtragen. Und allein 1000 Menschen sind gefunden worden, diesen Massengräbern an Händen und Füßen gefesselt, mit Folterspuren und hingerichtet. Und wir unterstützen diesen Krieg. Wir unterstützen diesen Krieg. Deutschland unterstützt diesen Krieg. Und wer möchte, dass man ihm mal zeigt, was da los ist, der kann mich gerne begleiten in der nächsten Woche. Wir fahren nach Donetsk und nach Lugansk und nach Slawiansk und nach Kramatorsk und nach Nikolajewka und nach Stepanovka und nach Snezhnoje. Und dann zeige ich euch, wie tot aussieht, den wir zu verantworten haben. Weil wir nichts tun. Und es sind nicht die Russen, die dort schießen. Es sind nicht die Russen. Es sind die Kräfte, die sie in Kiew losgelassen haben. Und die sie immer wieder nur mit Lügen versuchen zu legitimieren. Es gibt ein Gesetz in der Ukraine, dass sämtliche Taten der Bataillone Azov, Aidar, Donbass und Kiew legitimiert. Das heißt, es wird nie eine Verfolgung in der Ukraine von Kriegsverbrechen geben. Und die gibt es dort jeden verdammten Tag. Bis auf die Rasenfläche zurück. Wenn Frauen an Panzer gebunden werden und über öffentliche Plätze geschleift werden. Wenn Kinder in Schulen und Kindergärten sterben. Weil es Menschen gibt, die diese Ziele bewusst markieren. Mit Artillerie werden sie beschossen, jeden Tag. Und ich weiß, was das heißt, wenn Artillerie einschlägt. Ich werde jeden Morgen dann jetzt davon geweckt. Und sicher, es ist gut, diesen Sicherheitsabstand einzuhalten. Aber die Frage ist, wen stört man damit? Und all die Leute, die sich einen Scheißdreck dafür interessieren, was da jetzt los ist. Die nicht dafür sorgen, dass man vielleicht einen Krieg mit Russland auf dem Lieblingsschlachtfeld der Amerikaner, nämlich Europa und Deutschland, verhindert. Diese Leute werden so enden wie dieses Ehepaar, das im zweiten Eingang gestanden hat und gesagt hat, ein Glück war es nicht unser Eingang.
Die werden so enden wie die Leute, die auf der Straße von der Granate getroffen werden. Sie werden nicht mehr die Zeit haben, darüber nachzudenken. Scheiße, es ist Krieg. Steht auf mir, werdet lauter. Und fangt an, die Leute zu stören. Und bevor ihr über Frieden redet, müsst ihr über Krieg reden. Weil bevor der nicht zu Ende ist, gibt's keinen Krieg. Und ich erinnere mich, als die ersten Leute in Donetsk auf die Straße gingen, weil sie nicht wollten, was da passiert ist in Kiew. Wenn sie da gestanden hätten und hätten gesagt, wir hätten hier gern Frieden, dann hätten wir jetzt nicht 1 Million Flüchtlinge in Russland aus der Ukraine, sondern wir hätten 1 Million Tote, weil sie sich nicht verteidigt hätten. Und in diesem Land da unten geht es um viel mehr als nur um eine territoriale Integrität. Und vielleicht zum Abschluss noch eins. Wenn mir irgendjemand nochmal sagt, die Krim wäre annektiert, vergesse ich meinen Schwur, keine körperliche Gewalt anzuwenden. Weil das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Eine Annexion der Krim hat es nie gegeben. Für alle die, die, sage ich mal, sich politisch bewegen und Völkerrecht und im Völkerrecht nicht bewandert sind, die Krim hat eine Sezession durchgemacht mit einem Referendum. Das ist das gleiche wie in Schottland, wo es offiziell erlaubt war. In Katalanien wird es jetzt irgendwie gerade verboten. Ich frage mich, wenn die Leute dort auch sitzen und sagen, oh, wir hätten das gerne, wer würde ihnen ihr Referendum gewähren? Also, werdet laut und redet über den Krieg. Erst dann könnt ihr über den Frieden reden. Ja, vielen Dank an Marc. Er hat meine allergrößte Hochachtung. Da schnappt Nell bitte wieder zurück. Wo ist das? Da schnappt Nell, ist das hier irgendwo noch unterwegs? Du hast das alles klar. Okay. Er hat meine allergrößte Hochachtung und ich weiß, was er da unten durchmacht, bevor Marc für 2 Monate runtergegangen ist in den Donbass, war er bei uns auf der Mahnwache. Ich habe ihn damals erlebt und als er dann ohne Vorankündigung vor 14 Tagen dann wieder auf der Mahnwache stand. Und man merkt schon die Veränderung. Und er macht einen ganz wichtigen Job. Riskiert dafür sein Leben. Damit wir hier erfahren, was wirklich passiert. Das, was die Medien uns nicht erzählen. Was die Medien nicht wollen, dass wir es wissen. Und es ist jetzt ein bisschen schwierig, mit dem ganzen Programm weiterzumachen. Und deswegen möchte ich jetzt einmal eine Schweigeminute einlegen. Und bitte euch, einfach eure positiven Gedanken allen Menschen mit auf den Weg zu geben, die es nicht so friedlich haben, wie wir es jetzt gerade hier haben. Eine Schweigeminute.
Sollten wir das tun. Und auch fragen Menschen, warum? Warum stehen wir jeden Montag auf den Mahnwachen? Genau deswegen. Aber jetzt haben wir alle, die wir hier sind, ein riesiges Problem. Jeder von uns hat ein riesiges Problem jetzt. Warum? Wir haben jetzt von einem Augenzeugen erfahren, was wirklich los ist. Und jeder, der jetzt schweigt, der es weiß und schweigt, macht sich mitschuldig an dem, was passiert und an dem, was noch kommt. Und das sollte sich jeder auch wirklich bewusst machen. Jetzt sind wir dran. Marc hat es recherchiert, Marc hat uns davon erzählt. Wir haben das Video eingestellt von der letzten Mahnwache und es ist innerhalb von ein, zwei Tagen, weiß nicht, über 4000 Mal gesehen worden. Und die Menschen, die jetzt auch hier stehen, heute, wir wissen jetzt, was da unten los ist. Und es ist unsere Aufgabe jetzt, es ist unsere Pflicht, das weiterzugeben. Und ich weiß, es ist schwer. Es ist schwer, mit den Mitmenschen zu sprechen, mit den Arbeitskollegen, mit Freunden, Verwandten. Aber es ist unsere Pflicht. Und lasst es uns tun.